gibt Menschen, die sind verschlossener, es gibt Menschen, die sind total zugänglich und offen. Aber das macht es ja wieder spannend. Ja? Also gerade die Verschlossenen so weit zu öffnen, dass du ein schönes Foto mit denen machen kannst. Meine erste professionelle Fotostrecke war die Geburt eines Kalbes. Mit 5. Mit 5 das erste Mal eine Instamatic in der Hand gehabt. Ja, irgendwie muss man anfangen. Ich fotografiere ja hauptsächlich Menschen in meinem Beruf jetzt. So mal einen kleinen Bogen spannen, entstehen während diesem Reden die Bilder. Weil nämlich ab und zu mal meine Kamera hoch, mache einen Klick, rechnen überhaupt nicht damit, sind total entspannt. Bumm, bestes Foto. Das rauszuholen, was ja in den Menschen da ist. Also ganz realistische, authentische Porträts zu zeigen, ohne Maske. Ich will, dass sie natürlich entstehen, weil jeder Mensch ist anders. Man traut sich ja oftmals erstmal nicht, wenn man jetzt eine Kamera ins Gesicht gehalten bekommt, dann verkrampfen viele Menschen, inklusive mir. Ich finde diese Kamera hier jetzt auch total ungewohnt. Ich bin lieber hinter der Kamera. Um Kunden von vorne bis hinten zu begleiten, das macht mir wahnsinnig Spaß. Hier in Stuttgart musst du nur zum Fenster rausschauen und dann siehst du irgendeinen von den Kunden. Es ist nie ein Müssen. Es ist kein Müssen, einen Menschen zu fotografieren, sondern es ist einfach wunderschön. Seit ungefähr 20 Jahren fotografiere ich professionell. 20 Jahre. Dann fange ich nochmal an. Ja. Setzen wir doch noch mal anders hin. So. Das Leben ist zu spannend, um irgendwas wirklich auszuschließen, was man nicht kennt.